Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi, und meinem neuen Autochen. Ja, mein erstes eigenes. So, und wenn ihr mal schon drauf geachtet habt, die Uhr geht genau richtig. Ihr müsst jetzt nur denken, morgens. So, das ist nämlich das Kuriose. Wir haben es nämlich tatsächlich gerade 8.55 Uhr. Und das auf einen Sonntagmorgen. Weil ich nehme das ja alles jetzt auf einen Sonntag auf, weil ich ja in der Woche selten Zeit dafür habe, weil ich ja noch andere Sachen machen muss. Ja. Ne, wie auch immer. Das ist mein eigenes Autochen. Habe ich mir vor 2 Tagen ersteigert. Und ja. Dummerweise kann ich da nicht viel überprüfen, weil der Motor nämlich hinüber ist. Habe ich nicht mit gerechnet. Also dementsprechend hauen wir ihn einfach mal jetzt auf die... Quatsch, auf die Werkbank, auf die Hebebühne, mein Gott. Und dann wollen wir erstmal motormäßig alles reparieren. Und das wird nämlich so einiges sein. Gut, können wir nur... Also ich denke mal, hier ist so gut wie alles hinüber. Dementsprechend zerlegen wir einfach mal alles. Da können wir auch gar nicht viel verkehrt machen. Na. Können wir alles abbauen? Können wir den ganzen Wagen leer machen? Und dann nach und nach immer alles kaufen. Also wichtig ist ja erstmal, dass der Wagen überhaupt fährt. Geschichte hier, okay. Ist natürlich auch mal spannend jetzt zu sehen. Wie das Ganze dann aussieht, wenn es fertig ist. Ich schätze mal, das wird nicht nur über einen Part hier gehen, das wird auch noch ein bisschen länger dauern. Ach, die Zündkerzen müssen auch noch raus. So, jetzt aber. So. Hä? Ach, die Klammern sind da dran. Ja. Ey, selbst die sind verrostet. Ach du Schande. Okay. Ja, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Ja, aber so ist es, wenn man halt so ein altes Auto kauft. Also da ist wirklich Hopfen und Malz bei dem Ding verloren. So.
So, da haben wir jetzt schon mal einiges repariert. rausgenommen. Oh, selbst die Batterie ist hinüber. Oh mein Gott, was habe ich hier bloß gekauft? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay. Ja, den Wagen kann ich hier komplett entkernen. Also der ist wirklich. Total hinüber. Okay, ja. Können wir mal, wenn er überhaupt noch Öl drin hat, können wir mal das Öl rausholen. Oh, die sieht sogar noch verhältnismäßig gut aus. Ist nicht schwarz. Okay. Weiter geht's. Felge ist auch hinüber. Oh Mann. Ja, man soll den Tag nie vor dem Abend loben. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Sollte ich nicht wieder runter von der Hebebühne? Nee, halt! Ich will doch das Ding hier abnehmen. Also. Okay. Kommen wir doch mal so langsam voran.
La 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 la. Da wäre es einfacher, sich eine Leiter zu nehmen, ans Auto zu stellen und dann von oben schnell zu basteln. So. Oh, da haben wir noch den Kraftstofffilter vergessen. Haha. So. Ja, die Karre ist erstmal vorne mäßig entkernt. Wir gucken mal ins Inventar. Du heilige Scheiße, da ist ja... so gut wie wirklich alles völlig hinüber. Da ist ja nichts mehr, was wirklich richtig... oh, naja. Okay, ja. Wir schauen einfach mal, was wir an der Werkbank machen können. Ja. ...35%, das ist ja... ...31%. Hä? Gut, nee, bleibt mir nichts anderes übrig. Gut, dann werde ich erstmal... ...schnell mal die Teile zusammensuchen und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. So, also, wir sehen uns dann gleich mal. Meine Güte, also das hat jetzt Ewigkeiten nie gedauert, ey. Also, oh. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier gute 12.000. Ja, 20, 30, ja, gute 12.000, 13.000 habe ich jetzt ausgegeben. Habe wirklich alles neu gekauft, wirklich alles. Weil ja die Reparatur, wie gesagt, also lohnt sich ja noch null. Ja. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das jetzt wieder erstmal den Motor technisch so weit zusammensetzen können. Dass wir zumindest erstmal unsere Ruhe haben. Ja, es ist sogar der richtige. Ich bin ja so happy. Ja, ich muss mir selbst die Klammern hier musste ich mir, oder hab ich mir neu gekauft, weil, das wäre ein Scherz gewesen, die jetzt nicht zu holen, also... Das kann ich erst von unten machen. Hier kann ich noch was. Den Kraftstofffilter, den ich letztes Mal vergessen habe. So, das geht alles. Hier kann ich noch, jawohl. Batterie können wir wieder einsetzen, wunderbar. So, den Kühler können wir einsetzen. Das war's erstmal von oben, ne? Ja. Gut, dann hoch mit dir. Und dann fangen wir mal hier beim Motor wieder an. Ja, so. Daran haben wir. Also ich hau jetzt hier einfach alles wild durcheinander hier ran. Hauptsache, es ist dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich hier bei der Menge wirklich nichts vergesse. Das Rad lassen wir mal dran.
Das Rad machen wir noch nicht dran, so rum war das gemeint. Ja, das war's dann schon wieder für heute. Den Rest machen wir morgen weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Däumchen nach oben da lassen. Ja, kommentieren. Schaut euch meine anderen Let's Play rein an. Vielleicht gefällt euch da was dementsprechend. Däumchen nach oben da lassen. Und meinen Kanal abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Ja, wie gesagt, ich danke euch und sage mal Tschüss. Bis morgen, euer Ben Hoshi.